haben wir alles, ne? Und dann würde ich sagen, ich wünsche den Finalisten viel, viel Glück, viel Erfolg und wir gehen in die letzte Runde ins Grand Final. Ist das geil, oder? Junge, Junge, Junge. Ist das geil. Ah. Wer macht das nächste Shuffle Tournament? Ich würde mitspielen gerne. Ah, okay. Let's go. So. Oh, Junge, Junge, Junge. Achso, das ist. Ey, die Arena halt auch als letzte Arena. Ist halt auch schon wieder so geil, Big, ne? Ach du Scheiße, du ahnst das nicht. So, den verschieben wir hier mal wieder weg. So. So. Let me introduce you to the final competitors here in the community solo shuffle tournament hosted by myself. 2.6. We got on the left hand side. We got Survey, Discipline Priest. We got Rongo, the Machine Gun Elemental Shaman. We got Smitty DH, Defender of the title winner of the last solo shuffle tournament. On the right hand side, we got Free Harald competing together with Insane, Unholy DK, and Snoopy or Ferrodroot in the last shuffle round. Ich wünsche euch allen viel Erfolg. Let's fucking go. Junge, 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 ich bin so aufgeregt. Smitty DH geht schon ran. Survey kriegt hier gleich einen Bash rein. Into Grip von Insane. Harald ist schon in der Tree-Form und versucht hier auf jeden Fall die dicken Heels nochmal rauszuknallen. Bevor es hier scheppert. Aber ich sehe auch Survey hat schon Euphorie gepoppt und sein Archangel. Also ich glaube, die Leute sind jetzt hier im Grand Final nochmal extra angespannt bzw. vorsichtig, wie sie hier die Runden spielen. Ne? Also es geht natürlich hier auch wirklich um den ersten Platz. Ne? Und auch wenn Snoopy vielleicht punktemäßig gerade führt, kann das für ihn hier auch noch in eine ganz andere Richtung gehen. Ne? Also es ist halt auch Shuffle, da ist alles möglich. Und ich finde, beide Heiler und alle Finalisten hier in dieser Runde haben bisher schon öfter hier jetzt in den Shuffle-Runden unter Beweis gestellt, dass sie es halt auch wert sind, hier zu spielen. So, Rongo unter 50% hat sein Feuerelementar draußen. Snoopy, Insane und Harald alle full life getoppt. Rongo gefährlich low, kriegt hier eine Darkness von Smitty DH rein. Survey kann hier Rongo toppen. Das ist für den gar kein Problem. Ja, was heißt gar kein Problem? Er droppt hier halt immer noch unter 50%. Kriegt jetzt hier den Stunt vom, den Pet-Stunt vom DK rein. Ist jetzt aber getoppt. Smitty DH. Clone. Harald reclont hier auch fleißig. Wurde unterbrochen. Beziehungsweise hat den Clone abgebrochen. Muss hier jetzt aber den Fear vom Priest trinken. Insane Drop gefährlich, no! Und ist das... Oh mein Gott, erste Runde entschieden. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Junge, das wird so wild. Das ist so wild, Junge. Was passiert hier? Ist das geil, Alter. Ist das geil. Ach du Scheiße. So, wir sehen jetzt. Survey zusammen mit Smitty DH und Snoopy gegen Harald Insane und Rongo auf der anderen Seite. Junge, das ist so geil. Ach du Scheiße, ey. So, ich versuche mal ein bisschen näher ranzugehen und irgendwie vielleicht ein bisschen coolere Point of View zu kriegen hier. Oh, ich kann hier den sogar folgen, ne? Ist auch big. Okay. Insane. Low gedroppt. Rongo auch low gedroppt. Rongo fast kurz vorm Tod. Insane kriegt einen Enter Magic Shield. Harald pumpt hier jetzt aber auch sein Nature Swiftness raus, um hier nochmal Rongo zu toppen. Hingegen Smitty DH droppt low. Wir sehen hier Euphorie und Archangel von Survey.
Der toppt natürlich sein Team hervorragend. Snoopy auch Big Shields ab und ist natürlich hier am Blitzverteilen. Rungo wieder low. Harald muss im Cage sitten. Geht in seine Tree-Form. Hat Ironbark rausgeschmissen. Rungo hier im Clone. Hat Snoopy wahrscheinlich versucht, einen Low-Clone anzusetzen. Kam aber leider zu spät. Harald hat schon geschafft, den zu toppen. So, beide Teams full life. Und Junge, kannst du dir nicht reinziehen, ne? Das ist so heftig. Jetzt ultimative Boost-Fertigkeit von Survey. Das macht natürlich Schaden und toppt natürlich aber auch sein eigenes Team wieder. Rungo wieder low. Snoopy aber auch gefährlich low. Ist hier im Lasso von Rungo. Und Rungo 50% live. Insane. Auch jetzt sind beide wieder einigermaßen getoppt. Snoopy versucht hier wieder seine Clones rauszukriegen. Kriegt hier einen Kick von Rungo ab. Also Rungo überrascht mich tatsächlich. Also das ist, der liefert hier echt eine sehr starke Leistung ab. So, wie sieht's aus? Clone auf Insane, Stun auf Harald. Snoopy setzt, swappt den Clone auf Harald rüber. Rungo droppt den Gewehrling. Oh, und eine Sekunde noch Clone. Und das reicht nicht mehr ohne Trinket, um da Rungo nochmal zu toppen. Junge, also... Also frag mich nicht. Frag mich nicht, was hier los ist. I don't know. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. So, wir sehen hier Harald zusammen mit Snoopy und Rungo gegen Survey, Insane und Smitty DH. Und ich sag euch, DKDH, das ist... Das knackt. Das ist eine schöne Kombination. Aber ich würde natürlich den Elementarschaman und Snoopy halt auch nicht unterschätzen. Ne? Stark. Snoopy geht rein. Rakes dann auf Insane. Verteilt hier seine Bleeds. Harald hat gleich den Tree gepoppt, um hier gleich den Anfangsburst, den natürlich beide Damage-Dealer ziehen, wegheilen zu können. Und momentan sieht Haralds Team halt auch sehr, sehr gut aus. Ne? Insane, Smitty droppen beide low. Survey versucht das Ganze zu toppen. Hat auch eigentlich ganz gut im Griff. Hat Euphorie gezogen, um hier große Schilde auf seine Mates zu verteilen. Stun auf Insane. Snoopy, low. Machen wir Fußballkommentator jetzt so. Pets dann auf Survey. Into Clone. Smitty DH droppt low. Und, oh mein Gott, ich kann das nicht. Der Netherwalk auf 1% live und in den Low Clone rein. Ach du Scheiße, Alter. Das sind Reflexe, Junge. Und wir haben immer noch einen Live-Swap von Survey. Da ist nochmal eine Darkness nach dem Clone, um da nochmal Full HP zu kommen. Junge, Alter, was für ein... Letztes Game. Rungo castet hier den Hex of Survey, der sich hier hinter dem Pillar versteckt. Snoopy reclone nochmal drauf. Insane. Drop gefährlich low. Kommt Survey dann nochmal raus. Frisst er vielleicht nochmal einen Reclone? Oh, Smitty DH droppt low. Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Funktionieren die Cooldowns? Hat er mit Blur gespielt? Hätte er Blur noch nutzen können? Ich weiß es nicht. War ein Global im Weg. Ach du Scheiße. Junge, da stirbt der Smitty DH. Heftig. Junge. Jetzt sehen wir. Ich weiß gar nicht, ist das dritte Runde, ist das vierte Runde? Hier passiert so viel, Mann. Ich kann es euch gar nicht sagen. Survey auf der linken Seite zusammen mit Insane und Rungo gegen Harald, Smitty DH und Snoopy. Eieieiei. Ach, du ahnst es nicht, ne? So, wir sehen hier Snoopy. Geht rein, Rakes dann schon mal auf die beiden DPS, Maim auf den Priest, kein Follow-up-Clone. Insane, 50% live, zieht hier sein Anti-Magic Shield. Rungo kann aber auch wieder getoppt werden, das hat Survey wieder ganz gut im Griff. Hat natürlich hier wieder Archangel und Euphorie am Start. Sehr gutes Management, werde ich mir merken, wenn ich wieder mal Disziplin-Priester spiele, dass das meine ersten Cooldowns sind, die ich ziehe. Dome auch noch gefolgt, Harald, Ironbark und Treeform. Seine Incarnation kann hier auch sein Team ganz gut toppen. Hat jetzt aber natürlich die biggest Cooldowns eigentlich schon raus. Da bleibt jetzt nur noch der Nature Swiftness Cooldown und sein Tranquilize, um hier, sein Gelassenheit, um das alle, sein Team hier zu toppen. Sieht aber noch sehr, sehr gut aus. Insane dropped low, Rungo dropped low. Und das ist ja das, was wir schon öfter mal mit dem Priester gesehen haben, dass das Team so ein bisschen mit half, dreiviertel HP
so rumsitzt. Und dann auf einmal der Knoten platzt und einfach irgendjemand aus dem gegnerischen Team in einem Go vernichtet wird. Ne? Harald geht rein, versucht hier den Clone zu ziehen, wurde wahrscheinlich gefadet von Survey, kriegt aber jetzt den Clone von Snoopy ab. Muss Trinket ziehen und Liveswap benutzen. Insane droppt gefährlich low, hat jetzt aber Clone DR, könnte eigentlich theoretisch jetzt sein Team wieder am Lauf zum Leben bringen. Snoopy war kurz auf 50%, aber Harald hat hier, der schmeißt die Heals raus, der kann das. Also Harald muss sich jetzt natürlich auch anstrengen, weil Survey ja führt und der will ja auch gewinnen. Sage ich mal so. Und man sieht hier aber auch schon, dass er früh seine Cooldowns used, um sich vielleicht später im Game wieder zu haben. Jetzt nochmal Nature Swiftness von Harald, hat auch aber in 19 Sekunden auch seine Tree-Form wieder ready. Und mana-technisch sieht das eigentlich noch ganz okay aus. Also, es ist eine wilde Sache, ne? Insane, wieder 50% live, Rungo auch. Und ja gut, wir haben... Ah, Rungo stirbt! Ach du Scheiße, Buff DH. Ja, bitte. Bitte, bitte. Es ist so heftig, ne? Ist das eine wilde Sache. Junge, Junge. Meine Freundin hat mir gerade geschrieben, dass ich in Hemd und Jackett ganz... Ich sehe sehr nice aus. Vielen Dank. Falls du noch zukommst, liebe Grüße. Wir sehen uns morgen. So. So, wir haben jetzt hier Free Harald mit Rungo zusammen und Smitty DH gegen Survey, Insane und Snoopy. Harald wieder schön hinterm Pillar, den Clone auf den gegnerischen Heiler gesetzt. Snoopy droppt low, 50%. Insane droppt auch ein bisschen. Survey hat wieder seinen Geistbeuger am Start, plus seine Euphorie gezogen. Snoopy droppt immer noch gefährlich low. Und Smitty DH lässt da gar nichts auf sich kommen. Der haut da rein in die Kerbe und der trifft auch nämlich genau da, wo es wehtut. So, Smitty DH, Silence jetzt. Power Infusion von Survey. Er sitzt aber gerade im Cage. Harald verliert ein bisschen live. Jetzt wollen wir mal gucken, was da gerade bei Harald passiert. Wird mit reingegrippt, hat aber noch die Tree-Form, kriegt den Silence. Snoopy dreht durch, klont, macht wilde Sachen. Das, was halt Snoopy immer tut. So, Smitty DH. Low life. Kann aber getoppt werden. Harald, Anregen raus, Tree raus, hat aber noch Iron Bark und Nature Swiftness. Smitty DH auch noch alle Defensive Cooldowns übrig. Also das ist auch Wahnsinn, was der ein Repertoire hat. Und er droppt auch gefährlich low und da ist auch die Darkness. Ist aber auch ein Big Cooldown mit 5 Minuten. Ich bezweifle, dass er diese Runde nochmal wieder kriegt. Aber war auch notwendig. Rungo jetzt low. Rungo low. Harald schön in der Gelassenheit. Rungo versucht so ein bisschen zu kiten. Stun auf, beziehungsweise Counterspell auf Kick auf Snoopy. Insane dropped low. Droppt gefährlich low. Snoopy kriegt hier einen Counterspell auf seinen Clone. Junge, was passiert hier? Stun auf Rungo. Snoopy setzt zum Clone an. Ich weiß gar nicht, ob der getroffen hat überhaupt. Skybash auf Harald, der wurde jetzt gekickt. Hat jetzt aber selber noch einen Bash am Laufen. Auf Snoopy, in Lasso, Insane und Snoopy, beide droppen low. Survey muss hier den Dome ziehen, um hier ein bisschen Schaden rauszunehmen. Aber Smitty, also das ist heftig, ne? Also was hier gerade passiert, wir sehen auch im Damage-Meter, Smitty, DH und Snoopy, die ballern beide auch wirklich richtig böse raus, ne? Insane kriegt Live-Swap von Survey, kann hier nochmal getoppt werden. Survey gefährlich, low und im Stun und stirbt! Das ist ein Swap und das ist so arschgefährlich, gerade bei einem Live-Swap, wenn der Gegner low ist, dann wird halt das Live vom einmal getauscht. Der Priester kriegt 25% Live wieder. Und wenn dann ein Stun kommt und ein Swap, dann ist das, also, da muss man schnell reagieren, aber das sind natürlich dann auch die Moves, die bestraft werden. Ich weiß aber auch gar nicht, ob er da großartig was gegen machen kann. So, nächste Runde. Survey gegen, Survey mit Rungo und Snoopy gegen Harald, Insane und Smitty. Junge, wie sieht das hier aus, ey?
Rakes dann auf Insane. Rakes dann auf Smitty. Beide Full Bleeds. Rungo flippt hier komplett aus und ich sehe hier nur Lava Eruptions durch die Gegend chasen und er fliegen und chased jetzt hier Harald. Der muss, der hat Treeform. Der hat Iron Bark raus, Barkskin raus, Anregen raus. Junge, also Harald musste gerade bei diesem Opener, musste da wirklich auch alles in die Hand nehmen, um hier sich selbst und sein Team zu toppen. Wilde Geschichte. Junge, Junge, Snoopy dropped low. Du siehst Snoopy hier auch die ganze Zeit die Clones casten und das muss der Feral ja auch tun. Der profitiert ja auch von den Clones. Das ist ein Big Damage Increase für ihn. Und die müssen aber auch gestoppt werden. Ne? Also gerade so, wenn es ein Unlucky Moment ist und da kommt der Clone, dann kann so ein Game halt auch bei den Big Bites, die so ein Feral ja hat, was wir ja auch von, immer von Snoopy kennen, wenn er da irgendwie mit 300k reinkrittet, das tut weh. Das tut weh. Harald hier jetzt im Clone. Insane Low, Smitty, der Clone wurde gesmobbt auf Swippy. Smitty, der kann jetzt hier gar nicht mehr sein DK supporten, kommt aus dem Clone und droppt dann erstmal eine Darkness. Und Harald ist natürlich sehr bemüht, hier jetzt sein Team zu toppen. Smitty, Stun, Insane im Clone. So, ich muss hier schon wieder. So. Smitty, die Edge, gefährlich low. Was ist hier los? Was ist hier los? Cage? Ist er gestorben? Ist er gestorben? Ich habe das gar nicht gesehen. Ach du Scheiße. Sind wir durch? War das die letzte Runde? Und das, meine Damen und Herren, war die Final Round. Ach du Scheiße! Junge, was ist hier los?